Willkommen zurück bei Valheim. Weiter geht's. Die Silberöfen stehen still, wie ich gerade sehe. Die haben gerade noch fleißig ausgespuckt. Kohle habe ich jetzt auch keine mehr, aber wir können ein bisschen nachschmeißen. Das werden wir jetzt noch ein bisschen... Ach, gucke. Sind schon ganz gut durchgejagt, wie ihr seht. Da war ich im Off ein bisschen aktiv. Ich wusste gar nicht mehr, wo ich stehen geblieben war. Neue Aufnahmesession jetzt auch für mich. Moment, das Silber hatte ich jetzt hier rüber sortiert. Siehste, sind wir doch schon fast fertig. Also, da haben wir dann schon mal einiges wenigstens, was wir da bauen können. Das würde ich ganz gerne mit euch jetzt heute machen. Die ersten Silbergegenstände bauen. Und zum anderen aber auch, würde ich ganz gerne mich mal endlich, endlich an den Portalkreis wagen. Denn ehrlich gesagt, ja, so, es ist schon, es ist nicht so schön mit den Portalen da hinten. Sagen wir es, wie es ist. Sagen wir es, wie es ist. Es ist optimierbar. Von daher, das war eh nur ein temporärer Zustand, wie wir die da hingeklatscht haben. Das soll sich heute mal ändern. Das heißt, ich würde da gerne so ein Portal, ja, ich sage immer Portalkreis, weil im Stream hatten wir uns letzten Endes so einen Kreis gebaut an so einem, das war so eine Ritualstätte quasi, wo die Hinkelsteine standen, wo Obelix so ein paar Hinkelsteine vergessen hat. Da haben wir, das war relativ groß. Mal gucken, was ich hier draus mache. Ich bin noch unschlüssig. Also was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass die Portale da hinten hin sollten. Und was ich weiß ist, ich sollte mir irgendwie einen Zettel und einen Stift hinlegen, dass ich mir die Namen der Portale, die wir hier haben, schon mal notieren kann. Denn die müssen weg, damit hier Platz entsteht. Also, wir müssen das hier noch einebnen. Ich hoffe, das geht halbwegs schnell. Stichwort, wir schneiden nichts weg. Die nackte Wahrheit und nichts als die Wahrheit wird hier gezeigt. Da werdet ihr sehen, wie grausam dieses Spiel ist. Nee, Quatsch. Das werden wir noch ein bisschen aufschütten dürfen. Und dann... Also ich meine, eine Möglichkeit wäre, die Mauer, die wir haben, quasi zu nutzen, noch weiter anzuheben und dann die Portale quasi außen an die Verteidigungsmauer dran zu klatschen. Aber, Stichwort Verteidigungsmauer, dann kann man halt da nicht mehr so gut verteidigen. Sprich, da irgendwie einen Wehrgang oben drauf rumziehen, klar, ginge, aber ob das so gut aussieht? Dann wäre hier drin in der Mitte halt sehr, sehr viel Platz. Die andere Sache ist, man bauen die so in einem, ich sag mal, 270-Grad-Kreis. Und hoffen, dass das dann reicht. Obsidianpfeile, Eisenpfeile, die tun wir mal weg. Das brauchen wir jetzt erstmal hoffentlich nicht. Und wenn dann hier in der Nähe mal ein paar Möwen rumflattern, dann würde ich die natürlich wieder abballern. Dafür nehmen wir aber uns die Holzpfeile raus. Und die, wenn vorhanden, Feuersteinpfeile. So, dann können die da rein. Da müssen wir auch nochmal nachbauen. Giftpfeile haben wir schon mal eine ganz gute Menge. Das ist ganz nice. Ja, schauen wir mal. Da müssen wir demnächst auch mal wieder ein bisschen was basteln. Gut. Zack, zack, zack. Alles her damit. Dann schmeißen wir das erstmal rein. Silberrüstung kann noch ein bisschen warten. Jetzt gönnen wir uns tatsächlich eine wunderschöne Schipperei. Ne? Habt ihr alle drauf gewartet? Ich weiß. Drachenei und Harz. Das ist ja noch eine interessante Mischung. Pass auf, ich habe hier irgendwie so ein bisschen Sammelsurium aus dem Eis drin. Das schmeißen wir erstmal da dabei. Und Harz haben wir hier noch genug. Und dann machen wir uns den Wagen nämlich schön voll mit Stein. Da haben wir ja reichlich mitgebracht. So. Ich bin so froh, dass dieses Spiel nicht ist wie Ark an der Stelle, wenn man überladen ist, dass man sich noch bewegen kann. Wenigstens ein bisschen. Ich meine, klar, die Ausdauer, die geht weg wie nix, ne? Aber wenigstens ein bisschen bewegen geht noch. In Ark steht der Charakter dann ja wie angewurzelt da. Das nervt einfach nur ganz furchtbar. Ist natürlich auch realistisch, aber andersrum. Aber, ja, nervt. Punkt. Es ist einfach so. So, dann brauchen wir anständiges Werkzeug. Da haben wir voll die Auswahl. Das machen wir da hin. Die Eisenspitzhacke tun wir da mal rein derweil. Und die Wünschelrute können wir eigentlich auch rüberschmeißen. Dann habe ich immer, weißt du, Ordnung. Ordnung muss sein. Ein Vorschlag war übrigens von euch auch gewesen, den werde ich unbedingt noch umsetzen, dass wir für die Werkzeugkiste, also statt der Werkzeugkiste, andersrum, dass wir statt der Werkzeugkiste irgendwo, das ging vielleicht auch hier zum Beispiel, da ist noch sehr viel Platz,
Oder halt im Lager eine Wand in der Mitte einziehen, wäre auch noch eine Möglichkeit. Irgendwo so eine Wand auserkoren haben dann, wo wir das Werkzeug dran hängen können. Das wäre echt cool, so eine... Also wäre eigentlich passend für die Werkstatt, muss ich sagen. Nur da habe ich keine Wand, weil die ja so offen ist. Ich muss mal gucken. Irgendwo würde ich das gerne machen, dass man dann die Werkzeuge da hinhängen. Die Tore sind professionell geöffnet. Übrigens, wer sich wundert, weil nicht mitbekommen, was das hier ist, das sind so die Marker für mich noch, dass ich da was hinbauen möchte. An der Stelle einen kleinen... Ja, Turm war es an der Stelle nicht, sondern da so, nur so eine Empore, dass man von oben runterballern kann. So. Also, Steinchen ist da. Die Tore reißen wir jetzt, glaube ich, noch nicht ab. Ach so. Ich brauche... Warte. Reparieren. Abreißen. Und dann brauchen wir hier nämlich mal ein bisschen was zum... Ein bisschen was zum... So. Ein bisschen was zum Bauen. Mal gucken. Lass mal gucken, wie weit kommen wir damit so. Ah. Machen wir mal hier hin. Mal gucken, wie weit wir kommen. Notfalls, warte mal, komm, ich baue einfach. Ey, was soll der Geiz? Ich weiß noch nicht, ob ich Holz habe, muss ich ganz ehrlich zugeben. Wir haben jetzt so vieles verbrannt für Kohle. Was eine Umweltsauerei. Sind ja eigentlich Bäume nachgewachsen? Sieht irgendwie mir so vor. Hm. Keine gesetzt. Ich bin unschuldig. Wow. Nehmen wir nochmal 23. Komm schon. So, dann können wir da insgesamt 4 von diesen Bänken bauen. Dann haben wir genug. Und später brauchen wir noch die Steinbank. Also ich will auf jeden Fall den Portalkreis oder wie auch immer wir dieses Ding nennen wollen, was da entsteht, den will ich auf jeden Fall aus Stein bauen. Mal gucken, was es wird. Ich glaube, ich werde wieder drauf losbauen und am Ende kommt irgendwas raus, was ich vorher so gar nicht auf dem Schirm hatte. Aber es kommt was raus. Das ist die Hauptsache. Und die andere machen wir jetzt erstmal hier in die Mitte. Und dann gucken wir mal. So, jetzt müssen wir mal kurz schauen, dass wir die richtige Höhe erstmal finden. Wir sind jetzt hier. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das steigt nach da hinten an. Kann das sein? Machen wir das Gras weg. Dann sieht man das sowieso besser. Ich merke schon, meine FPS hier hinten ist, die war schon mal mehr. Ach ja. Da müssen sie wirklich, wirklich ran an die Sache noch, ne? Da müssen sie wirklich entwickeln, dass wir ein bisschen mehr FPS bekommen in Zukunft. Okay, das war jetzt nicht unbedingt die ausdauerhaltigste Nahrung, aber ich pfeife sie mir trotzdem mal rein. Ansonsten sind wir hier alle 5 Minuten ohne Ausdauer. Ah, ich habe auch den Buff nicht. Moment, ich habe den Buff nicht. Den gönnen wir uns. Ich will jetzt nicht schlafen, weil noch ist hell und gutes Wetter. Wenn man einmal schläft und wieder aufwacht, dann kann das Wetter umschwenken. Das schenken wir uns mal, solange es noch halbwegs hell ist. Aber den Buff will ich haben. Dann müssen wir auch mal zusammen wieder jagen gehen und zusammen Holz holen gehen und zusammen, keine Ahnung, Dinge tun. Ja. Ich werde einfach ein Ausschreiben machen. Ich suche Farmsklave. Ja, suche Farmsklave. Da könnt ihr euch dann bewerben. Und dann können wir hier im Let's Play ganz wunderbar immer bauen. Immer aus dem Vollen schöpfen. Ist doch super. Die Idee ist gut. So, hier fällt es jetzt ein bisschen ab. Mal gucken, ob wir das noch ausgeglichen bekommen. Aber sieht nicht so aus. Da müssten wir dann das erste Mal ein bisschen aufschütten. Okay. Habe ich Stein tatsächlich dabei? Jawohl. War nicht alles im Wagen. Dann machen wir da hinten mal hin. Und daneben. Und dann müssen wir davor auch setzen. Fast Verschwendung. Warte, mir scheint das... Ist mir zu hoch? Ja, hier sind wir auf jeden Fall zu hoch. Schwierig, schwierig. Der erste Anklick ist immer der schwierigste. Wenn das dann funktioniert,
dann hat man das Niveau und dann kann man, ne, dann kann man sich da entlang hangeln. Aber erstmal wieder die Ebene machen. Außerdem, ich habe jetzt echt lang nicht mehr gebaut. Man merkt das voll. Ist mal voll eingerostet. Auch was die Kreativität betrifft. Ich habe tatsächlich noch immer keine Vorstellung, wie das aussehen soll. Ist schwierig hier. Ist wirklich schwierig. Weil die Stelle auch nicht ganz einfach ist. Also wir haben jetzt hier halt keine... normalerweise hätte ich gesagt, ist so ein Portalkreis eigentlich ideal dafür geeignet, an irgendeiner Stelle gebaut zu werden, wo ohnehin eventuell so ein bisschen... Naja, ne? Ach guck, jetzt kriegt's Wetter doch scheiße. Wo ohnehin so ein bisschen... Ja, wie ich es gesagt habe, mit diesen Steinen, die dann da irgendwo sind, so Steinkreise oder irgend sowas Besonderes eben ist, dass du das nimmst und fortsetzt quasi. Aber das haben wir hier halt nicht. Und das nächste, was es glaube ich gibt, da hinten waren welche, aber das waren so kleine eigentlich hauptsächlich nur. Nichts wirklich beeindruckend Schönes. Und das wäre halt auch weit weg. Das will ich ehrlich gesagt dann auch nicht. Weil wenn wir schon Portalkreise machen, dann sollen die auch irgendwie hier so in unserer Basis sein. Dass man nicht ewig weit zu den Portalen laufen muss. Oder wenn man dann zurückkommt, dann erstmal hier durch die Portalallee laufen muss, durch die ehemalige. Ah, Mensch, das wäre schön gewesen, wenn die geklappt hätte. Aber da sagt das Spiel halt nein. Das ist schade gewesen. Die Trolle hatten was gegen meine schöne Portalallee. Die haben halt einfach kein Gespür für schön. Wobei ich kurz am Überlegen war, ob Tine Wittler auch zu den Trollen gehörte. Aber lassen wir das. So. Lassen wir das. Da kann man noch ein bisschen aufschütten. Hier auch. Das kommt natürlich da vorne dann auch wieder raus, ne? Ja, gut. Da müssen wir eventuell dann auch nochmal hacken. Das mache ich gleich erstmal Bubu. Weil... Sehe nichts. Und habe keine Steine mehr. Das passt doch ganz gut. Dann machen wir jetzt mal Bubu und hoffen, dass das Wetter morgen besser ist. Die, glaube ich, lasse ich hier. Also, wobei, eventuell machen wir den Portalpunkt Festung. Also, das ist unsere erste Basis. Vielleicht lege ich den weg, weil irgendwie muss ich da nicht mehr hin. Auf jeden Fall lasse ich das TMP. Vielleicht machen wir hier irgendwie TMP 2 dann hin. Dass wir fortan, weißt du, Luxus und so, weißt du, wir sind ja jetzt hier Krösus, wir haben ja alles 3000 Mal, eine ganze Kiste voll Kerne, Edelholz. Ach, das wird noch ein Spaß, Edelholz zu finden. Ich habe hier so viel weggesammelt davon. Da müssen wir wirklich relativ bald mal in die Ebene und so einen Birkenwald in der Ebene wegsammeln. Ah! Jetzt dachte ich, ich hätte beim Schlafen genug Zeit, mal was zu trinken. Weg. So. In der Ebene mal so ein Edelholzwald, so ein Birkenwald wegsammeln. Dürfte das größte Abenteuer werden, was wir seit langem gemacht haben. Ich habe echt Schiss vor den Ebenen. Richtig Schiss. Ich bräuchte, glaube ich, für die Ebenen Eispfeile am besten, weil, damit wir die Gegner, die dort sind, verlangsamen können. Ich glaube nur, meine Drachenjägerfähigkeiten waren noch nicht ausreichend genug. Da müssen wir echt noch so einiges im Eis erledigen. Ach ja, da war was. Ja, immer das... Warte mal. Man läuft doch hier hoch, oder nicht? Hier ist doch... Das hier... Warte mal. Habe ich auch schon mal ordentlicher gemacht, du. Da müssen wir aufpassen. Ansonsten sind wir ganz schnell zu hoch und dann ist das eines Portalkreises hier nicht würdig. So. Immerhin hat der Regen aufgehört. Ich sollte auf Holz klopfen. Warte, immer zu tief. So, machen wir das. Ich möchte jetzt eine... Passt das?
Das ist auch zu tief. Lässt sich schwer platzieren heute. Irgendwie sehe ich es nicht. Blind, wie auch immer. Blind. Kriegen wir das jetzt? Jawohl. So. Eine Schiene ziehen wir hier quasi durch. Die dann auf dem hoffentlich richtigen Niveau ist. Boah, nö, viel zu hoch ist. Das war... Schrauben wir uns jetzt. Bauen wir unseren eigenen Mount Everest. Wenn ich Pech habe, habe ich da ein Eisbiom oben drauf. Liegt hier irgendwann so ein Drachen um unser Portal? Die Rampe ins Verderben. Meine Güte. Das mit dem Aufschütten ist, ich glaube, auch da möchte ich meine Theorie der Entwickler, die irgendwo im stillen Stüblein da sitzen und so eine geheime Kamera einfach haben, wenn Leute anfangen hier zu planieren und wenn sie in den Sumpf gehen und so, ne? Und dann, damit auch die was zu lachen haben. Ich habe da immer noch die Theorie. Und im Hintergrund hört man die Spieler schreien, die sie im Keller eingesperrt haben und ihre finsteren Ideen, die sie austüfteln, an ihnen auszuprobieren. Die Gamer-Folterkammer im Keller der Entwickler. So exakt wird's sein. Und man merkt's immer, wenn sie zuschalten, merkt man immer daran, dass es so kurze Mini-Ruckler gibt. Ja. Ich baue mir jetzt einen Aluhut. Das hilft. So. Und so. So, wenn wir das haben hier, dann einmal die richtige Höhe hier eingestellt, dann fluppt das easy, sag ich euch. Nicht. Warte. Ah, so fast. Ist doch mehr aufzuschütten, als ich dachte hier. Die Fläche ist größer, als man denkt. Wenn man so davor gestanden hat, ne, denkt man so, ach ja, komm. Machen wir mal 10 Minuten in dieser Folge, schütten wir mal eben ein bisschen auf. Das ist gar kein Problem. Ja. 3 Folgen später. 5 Nervenzusammenbrüche weiter, sitzt man damit Aluhut auf. Das geht ganz schnell. Das war... Geh weg, du blöder Schniebel, du böser Schniebel, ganz böser Schniebel ist das. Naja, lass mal den bösen Schniepel mal sein. Ich muss mal reparieren gehen. Hätte mir hier eine Werkbank hinstellen sollen, die überdacht ist. Habe ich eigentlich hier drin eine? Ich frage für einen... Da, siehste. Sollte ja für das Ding da reichen. Aggression gegen Möwen. Hilft. Sag's euch, das hilft, wenn man solche Bauten hier hat, hilft es ungemein, wenn ab und an mal eine Möwe kommt. Sind da die Federn jetzt ins Wasser? Ach, es hilft so ungemein, wenn da die Möwen kommen. Ich sag's euch, das hilft so ungemein. Das geht's mir jetzt besser. Viel besser. So. Was habe ich für eine sichere Mauer hier gebaut, ne? Da lohnt sich der Aufwand. Ich gehe einfach heulen. So. Da
Was hat er denn hier schon wieder gebaut? Hier schon wieder die Drachen kreisen. So. Also dann. Aber ist doch gleich. Easy. 5 Minuten. Gar kein Problem. Habe ich schon mal gesagt, dass das Planieren echt doof ist. Wird nur vom Aufschütten übertrumpft. Ach so. Das haben wir. Warte mal, hier hinten. Wenn ich das so sehe, sind wir hier hinten beim Portalen höher, ne? Zeig dich mal. Jawohl. Irgendwie sind wir da höher. Dann müssen wir noch ein bisschen hier hoffentlich aufschütten können. Sieht doch ganz gut aus. So, letzter Schwung. Wenigstens wieder Platz für Steine bei unserer nächsten Silberexpedition. Das ist immer schwierig, den Abschluss hier an der Kante zu machen. Ich könnte dann natürlich auch sagen, wir machen einfach eine Foundation da irgendwie hin. Aber, ach, da war ja noch was. Aber ich weiß nicht, ob das mit der Foundation so, ob das so gut aussieht. Ich weiß es nicht. Ich versuche es erstmal so, wenn das überhaupt nicht klappt, weil da irgendwie auf der anderen Seite dann 3 Tonnen da rausstehen, aber es sieht eigentlich noch verträglich, ja, es sieht noch vertretbar aus. Ist in Ordnung, würde ich sagen. Hier haben wir aber eine ganz schöne, aber noch eine ganz schöne Furche, sehe ich hier. Ja. Lass mal Gras drüber wachsen. So, hier müssen wir auch noch ein bisschen Furche wegmachen. Ja, fürchterlich. Entschuldigung. Das macht das Planieren mit einem. Naja. Lieber hier drin sieht's gut aus. Weißt du, von außen müssen nur die Surtlinge, nicht die Surtlinge, die... Ja, oh, die könnten übrigens auch mal angreifen. Die gibt's auch als Gegnerwelle, Surtlinge. Nehme ich. Sofort. Ich meinte aber eigentlich die Kraylings. Müssen nur die Kraylings sehen von da draußen. Von daher passt das. So, hier... Wollen wir auch noch zu. Komm, wenn wir gerade schon dabei sind, gönnen wir uns, ne? Ja, das war jetzt vielleicht ein bisschen zu viel. So, den Rest müssten wir eigentlich wieder packen können. Ja. Dann haben wir es fast. Noch diesen einen Graben da drüben dicht mal. Da hinten geht echt die FPS jetzt gut runter. Dadurch, dass wir da so viel aufgeschüttet haben, kriege ich da echt langsam Probleme. Das ist immer noch ein Ding bei diesem Spiel, dass wenn du viel planierst, viel aufschüttest, viel Terraforming machst, auf gut Deutsch, dann geht die FPS gern mal runter. Jetzt sind wir hier oben rechts, ihr müsstet es auch sehen, ist ein bisschen undeutlich, aber so, naja, 50,
Aber es sagt manchmal, habe ich das Gefühl, ab auf um die 30. Ich habe es jetzt nicht gesehen genau, aber so gefühlt dürfte es ab und an auf die 30, paar 30 runter semmeln. Das ist dann schon relativ wenig. Gut, hier jetzt noch. Habe ich noch? Habe ich noch. Huch, na, das war jetzt Verschwendung. Und da setzen wir noch einen drauf. Da setzen wir auch noch ein bisschen was drauf, glaube ich. Da haben wir nichts mehr. Ja, insgesamt müssen wir noch ein bisschen draufsetzen. Und dann ist es fertig. Und dann muss ich mir irgendwas ausdenken, was... Scheiße, ey. Ich wünschte jetzt, es wäre ein Livestream, dann könnte ich den Chat fragen, was wir für einen genialen Steinkreis hier hinbauen sollen. Manchmal ist das praktisch, ne? Wenn man nicht immer selbst so kreativ sein muss, sondern einfach sagen kann, komm, schlagt ihr doch mal was vor. Ihr dürft ja auch mal mitmachen. Das ist wirklich manchmal ein Problem. So kreativ sein auf Kommando quasi. Ne? Ist ja so, ne? Ich muss jetzt aufnehmen, ich muss jetzt kreativ sein, ich muss jetzt bauen. Das ist gar nicht so einfach. Das ist gar nicht so einfach. Aber ich hab schon Bock zu bauen. Sonst hätte ich jetzt nicht eine Baufolge eingestreut. Insofern, irgendwas Schönes zustande kriegen werden wir bestimmt. Aber ich weiß halt auch noch echt nicht was. Ich glaube, wenn ich das so sehe, ich lasse das hier mal. Wenn wir das begrünen, sieht man es bestimmt nicht mehr so. Und wenn doch, dann kann man immer noch mal auf die Idee zurückgreifen, da die Bodenplatten da quasi einzusetzen. So, hier nochmal so ein bisschen alles plätten. Wir nehmen auch hier mal das Grün weg. Also, ich brauche jetzt echt eine Liste. Ich brauche jetzt echt eine Liste. Moment. Zettel. Da? Zettel ist nicht da. Mensch. Ich bin gut vorbereitet. Ich mach das vorbei auch. So. Also, dann schauen wir uns mal an, was wir hier haben. Haben wir einmal das Portal Händler. So. Dann haben wir einmal das Portal Start. Da geht's zurück zu unserem Kreis am Anfang, genau. Dann haben wir Hof, Bauernhof. Din. Was haben wir hier? Einfach nur Eis. Das ist der kleine Eisberg. Der Wanst. Das war der Sumpf. Ne? Deshalb haben wir den gelassen. Nicht wegen Wanst, sondern weil da der Sumpf doch recht nett ist. Das ist Surtling im anderen Sumpf. Und das müsste dann der Grr Berg. So. Der Grüberg. Dann reißen wir die jetzt nämlich alle mal der Reihe nach ab. Ich freue mir. Mache ich ihn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Zuallererst holen wir uns die Steinwerkbank. Wo habe ich denn die eigentlich?
Ohne Scheiß, wo habe ich die? Habe ich die zuletzt gebraucht? Das müsste hier vorne beim Hafen gewesen, da hinten. Schauen wir, ob wir uns reparieren müssen. Ja, das war gut. So. Ich weiß, ich muss das mal ausprobieren. Ich glaube, wenn Gegenstände kaputt sind, dann kriegt man nicht mehr die volle Menge an Ressourcen zurück, ne? So war das doch. Darum repariere ich irgendwie immer noch vorher alles. Oh, guck mal, wir haben ja richtige Staubwolken jetzt, wo das Gras weg ist. Dann. Mittenrein ist doof. Da steht es halt mal voll im Weg. Vielleicht brauchen wir einfach noch eine zweite davon. Eisen, Stein, Holz. Dann brauche ich nur zwei Eisen. Dann können wir die hier auch so... Warte, das machen wir auch. Moment. Dann können wir hier die genauso hinbauen wie die anderen. Mal, holen wir uns noch ein bisschen Eisen, Holz. Werden wir ja hoffentlich auch noch haben. Das sind nur 10. Mal gucken, wie viel Holz ich noch habe. Aber wenn wir da oben auf die Mauer jetzt dann auch noch ein paar Werkbänke davon machen... Das Eisen kriegen wir ja wieder dann beim... Halt, Holz war vorne. Noch 3 Holz. Oh, puh. Das ist schlimm. So, da ist noch ein bisschen Silber. Da haben wir ein bisschen Kupfer. Holz. Da drin, glaube ich, war noch Holz beim Kamin hier. Oh, hier wirklich nur 3. Ach, egal. Hä? So, und dann nehmen wir uns einen Stack Eisenbarren mit, beziehungsweise, warte mal, 4 will ich bauen, eine habe ich schon. Dann brauchen wir jetzt noch 6 Barren. Und Steine sind ja im Karren. Ja, das nervt immer so mit den Bänke umsetzen, dann machen wir jetzt lieber einmal ein paar Bänke dahin und dann ist gut. So. Das reicht, glaube ich, sogar, wenn wir die 2 hier setzen, oder? Ich mache jetzt mal noch eine sicherheitshalber hier hinten hin. So weit wird der Portalkreis auf keinen Fall gehen, sprach er jetzt. Zack, zack. Machen wir das auch da rein. So, Pofen. Ja, dann bin ich mal gespannt, was das wird jetzt morgen. Ich denke, wenn ich jetzt hier gut ausgeruht ans Werk gehe, werde ich schon kreativ werden. Das kriegen wir hin. Also denn. Lass mir überlegen, ob ich die Leuchte anmache. Also anziehe erstmal vor allen Dingen. Komm, gib mal her. Wir könnten erstmal probieren, den Mittelpunkt zu finden. Also pass auf. Wir machen mal von hier losgehend. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. 11. So viel übrigens zu eben 12, 13, 14, 15, 16, 17. Richtig? Dann wären wir bei 8 in der Mitte. Moment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann wäre da die Mitte, ne? Bei 8,5. Ne, warte mal, 8,5 wäre dann die Mitte. Hier. Hier wäre dann die Mitte. Ist das so? Bin ich gerade blöd? Nee, oder? Passt. Dann haben wir
Hier links 8 und da rechts. Ne, eigentlich wäre genau da Mitte, Mitte. Also noch so ein halbes. Ein halbes noch nach da, warte. Das wäre eigentlich hier, wäre dann die Mitte. So. Dann haben wir 8 hier, 8 da. Moment, das sind mal 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Genau. So wäre die Mitte. So wäre die Mitte. Gut, wenn wir hier einen Kreis machen, soll der ja auch ein bisschen symmetrisch sein. Also dann. Na komm. Was doch im Eimer hier. So. So. Eben so eine Mauer abreißen, soll es nicht so anstellen. Gut, gut. Ich habe immer noch keine Idee. Dann können wir hier von dieser Mitte in alle Richtungen. Machen wir mal hier. Oh, noch eine Reihe, hä? Belege gerade. So, das wären dann hier. Warte mal, wir könnten das eventuell so machen. Warte mal, das ist jetzt, die Mitte ist jetzt markiert. Sekunde, ich will das nur so machen, dass wir da eventuell ein bisschen. Ein bisschen besser mit klarkommen. Das wäre dann quasi so, dann hätten wir da den Mittelstein. Und könnten von diesem Mittelstein aus dann halt schön nach rechts und links gehen. Also, dann hätten wir das so. 3, 4, 5. 3, 4. So weit vor komme ich nicht. Da kann ich locker die Dinger stellen. 5. Lass mal kurz gucken. Eventuell müssen wir es nach hinten legen noch ein bisschen. 3, 4, 5. Wir können es eins weiter nach hinten machen im Grunde genommen. Oder? Naja, dann kommen wir schon recht nah dran. Nee, lass uns lieber. Oder? Hier hinten ein bisschen Platz, dann ist es schon okay so. Ich glaube, das ist okay so. 2, 3, 4, 5. So. Das jetzt nur so die Außenmaße des. Also, dass das die Außenmaße des Kreises sind. Da machen wir dann jeweils da eine Mauer lang. Und als Startpunkt nehmen wir uns immer so einen der Knöpsel hier. Ich bin übrigens so froh, dass ich das alles richtig gut aufgeschüttet habe, dass alles auf einem Niveau hier ist. Das ist ganz, ganz wichtig. Wofür habe ich mir die Mühe gemacht? Wofür? So. Ja, das passt schon. Gut, und dann können wir von da einen Kreis ziehen. Hat jemand einen Zirkel dabei? Mal schauen. Das werden wir dann in den nächsten Folgen irgendwie angehen. Ganz bestimmt. Bin da total sicher. Wir sehen uns wieder. Ich wollte eigentlich diese ein bisschen kürzer machen. Jetzt sind wir schon wieder bei fast 40 Minuten. Es geht immer so rasend schnell um. Ich wollte eigentlich jetzt mal wieder so ein bisschen zu kürzeren Folgen übergehen. Ist mir gut gelungen. Finde ich wichtig. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Kommentieren. Stellt gerne eure Steinkreise, was auch immer ihr da gebaut habt, vor im Discord, ne? Seid ihr sehr herzlich zu eingeladen. Und ansonsten versuche ich mich einfach mal hier und schau mal, was am Ende bei rumkommt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.